Diese jungen Roma-Männer wollen heute ihre Traumfrauen finden. Auf dem Heiratsmarkt im kleinen Dorf Mogila, mitten in Bulgarien nahe der Stadt Stara Zagora. Die heiratswilligen Mädchen hoffen ihrerseits auf den Mann fürs Leben. Die meisten sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Wer mit 25 bei den Roma noch nicht verheiratet ist, gilt als nicht vermittelbar. Die Männer haben feste Vorstellungen. Selbstbewusste Frauen sind eher nicht gefragt. Sie soll schön sein, lieb sein, einen guten Charakter haben und sie soll folgsam sein, hören und tun, was ich sage. An Kinder aber denke ich nicht. Stojan muss erst mit der Mutter des Mädchens, das ihm gefällt, verhandeln. Auch wenn es ganz locker wirkt, die Mütter passen genau auf ihre Töchter auf. Sie wollen sich vergewissern, dass der Zukünftige aus dem Stamm der Kesselschmiede stammt, so wie sie selbst. Und er soll eine möglichst hohe Mitgift zahlen können, wenn es gut läuft, ein paar tausend Euro. Stojan kann charmant plaudern, aber er ist arbeitslos und kommt bei Mutter und Tochter offensichtlich nicht so gut an. Andere sind erfolgreicher. Alle auf dem Heiratsmarkt gehören zum christlich-orthodoxen Roma-Stamm der Kesselschmiede. Auf keinen Fall wollen sie sich vermischen mit den muslimischen Roma türkischer Abstammung, die im Dorf die Mehrheit stellen. Deren junge Mädchen sind emanzipierter. Sie wollen vom Heiratsmarkt nichts wissen. Wir werden nicht so bald heiraten. Sehr selten findet man Männer, die auch den Eltern gefallen. Wir wollen selbst unseren Freund finden und uns nicht von den Eltern verheiraten lassen. Koljo Petkov, Clanchef des Stammes der Kesselschmiede, sieht das ganz anders. Er lebt in der jahrhundertealten Tradition und verlangt das auch von seinen Kindern und Enkeln. Seine Frau wurde als 14-jähriges Mädchen von ihren Eltern verheiratet. Nach Liebe wurde damals nicht gefragt, auch nicht, ob er ihr überhaupt gefallen hat. Er hat damals meiner Mutter sehr gut gefallen. Verständlich, denn der Chef des ganzen Clans war sicher keine schlechte Partie. So sind eben die Gesetze, dass die Eltern die Kinder verheiraten. Auf dem Heiratsmarkt wird es spannend. Nasko 17 und Donka 16 verkünden ihre Verlobung. Aber ihre Eltern sind arm, der Vater des Bräutigams kann für die Braut nicht viel zahlen. Was die Mitgift angeht, ist es derzeit eine harte Zeit. Viele Kesselschmiede sind arbeitslos. Es war üblich, viel Geld zu geben, aber ich kann nur rund 500 Euro für ein großes Hochzeitsfest ausgeben und ein Lamm schlachten. Außerdem befürchtet Todor, dass das als Mitgift deklarierte Geld, wie so oft, bei den Brauteltern landet und nicht bei dem jungen Paar. Stojan, der redegewandte Arbeitslose, hat unterdessen eine andere Schöne an der Hand. Ohne deren Mutter geht freilich auch hier nichts. Am Ende dreht sich alles ums Geld. Auch wenn die Familie der Tochter fürs Paar etwas beisteuert, den größten Teil der Mitgift muss die Familie des Bräutigams zahlen. Da hat es ein wohlhabender Landwirt leichter, wenn er seinen Sohn verheiraten will. Ich habe derzeit wenig Bargeld, aber ich könnte einfach ein paar Kühe verkaufen. Einige Bräute sind billiger, einige teurer. Aber wenn die jungen Menschen sich mögen, dann müssen wir eben für die Braut bezahlen. Bis zu 20 Kühe, so hat er ausgerechnet, müsste er für eine schöne Braut verkaufen. Aber er will nicht knausrig sein. Schließlich geht es ums Glück seines Sohnes und um den Fortbestand des Clans.